Hallihallo, ihr Lieben. Halloween ist leider nun schon zu Ende und ich habe mir gedacht, ich möchte dazu noch mal ein kleines Video machen, was wir Schönes am Wochenende erlebt haben, was wir zu Halloween gemacht haben. Und dieses Mal ist es wirklich nur ein ganz kleines Video, wo ich ein wenig nebenbei berichte und erzähle. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr an Halloween Schönes gemacht habt. Habt ihr euch auch verkleidet? Das würde mich mal interessieren. Die Bilder dazu findet ihr übrigens auf Instagram, wie wir uns verkleidet haben, als was wir dieses Jahr gegangen sind, sozusagen. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Schauen und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Unser Halloween-Wochenende hat ganz entspannt mit dem Horrorcamp angefangen. Das haben wir uns am Abend noch angeschaut und ich hatte das hier leider hochkant gefilmt. Daher ja, jetzt mal in einem anderen Format. Der ein oder andere kennt vielleicht Knossi und auch Sido war mit dabei und ich fand das Ganze schon recht witzig und deswegen war das wirklich ein schöner Einstieg in unser Halloween-Gruselwochenende. Am Samstag, am Halloween-Nachmittag, gab es dann für uns leckere Halloween-Cupcakes, die ich vorher noch gebacken hatte. Und die waren wirklich super lecker. Und am späten Nachmittag bzw. am frühen Abend ging es dann natürlich noch für uns raus zu einer kleinen Halloween-Runde. Und es war wirklich richtig schön. Einige hatten auch geschmückt, bei einigen stand auch gar nichts. Ich habe euch hier mal ein paar Sachen gefilmt, was ich wirklich so schön fand. Und vor allen Dingen hatten auch einige, wie ihr hier sehen könnt, ja, kleine Schüsseln oder Körbchen oder auch Kartons stehen gehabt mit Süßigkeiten, gerade wegen der Corona-Zeit, dass die Kinder doch ein paar Süßigkeiten noch abgreifen konnten. Anschließend ging es dann wieder für uns nach Hause und natürlich ging es weiter mit einem passenden Halloween-Abendessen. Und da hatte ich schon schwarze Bandnudeln vorher organisiert und normale Bandnudeln, die wir dann noch grün färben wollten mit Lebensmittelfarbe. Und ich kann euch sagen, das Ganze hat leider nicht geklappt. Also da müsste man natürlich nochmal nach einer anderen Lebensmittelfarbe schauen. Die haben so ganz minimal einen ganz leichten Schimmer angenommen. Aber so wie wir uns das vorgestellt haben, war das dann leider nicht. Dann habe ich noch eine leckere Bowle zubereitet nach meinem eigenen Rezept. Das Rezept werde ich euch gerne nochmal in die Infobox verlinken. Dazu brauchte ich drei Getränke und diese lustigen Trolli-Glubschaugen. Zuerst kam eine ganze Flasche Waldmeisterbrause in meinen Bowlebehälter und anschließend ging es dann weiter mit einem blauen Hugo, der auch noch nach Blaubeere schmeckt. Zum Schluss kam dann noch eine halbe Flasche Korn mit dazu und was darf natürlich nicht fehlen, genau die Glubschaugen, die kamen dann auch noch mit rein. Die musste ich natürlich erstmal alle aus der Plastikverpackung rausholen und habe die erstmal alle vorsichtig mit hier reingegeben. Leider schwammen die Augen alle mit der Pupille nach unten, aber es war trotzdem eine lustige Sache. Dann ging es natürlich noch weiter mit dem Abendessen. Wir waren dann mittlerweile fertig mit den Bandnudeln und haben dann die Nudeln nochmal gemischt, sodass das Ganze ein wenig ja, spezieller aussieht. Und durch diese schwarzen Nudeln fand ich, war das Ergebnis doch trotzdem noch gelungen. Dann gab es passend dazu noch eine Tomatensoße mit Fleischwurst. Ursprünglich wollten wir hier eigentlich auch grünen Ketchup nehmen, den es mal vor einigen Jahren gab, aber leider findet man den in keinem Sortiment mehr. Ihr Lieben, nehmt euch in Acht, das Unheimliche kommt nicht nur bei Nacht.
Das Abendessen hat jedem geschmeckt und es war auf jeden Fall super lecker. Und nach dem Abendessen ging es dann noch weiter mit einem kleinen Filmabend. Und wir haben uns für den Film Hokus Pokus von Disney entschieden. Und immer wieder ein toller Klassiker zu Halloween. Außerdem habe ich gerade vor ein paar Tagen zufällig gelesen, dass wohl ein neuer Film erscheinen soll von Hokus Pokus, eine Neuauflage mit der originalen Besetzung. Also ich bin gespannt und ich freue mich natürlich, wenn ein neuer Teil erscheint. Zu dem Filmabend durften natürlich ein paar Snacks nicht fehlen, also gab es für uns ein paar Cracker und auch Süßigkeiten, so wie sich das eben gehört. Und am Sonntagabend haben wir unser Halloween-Wochenende noch zu zweit ausklingen lassen, mit einem Horrorfilm zuerst und im Anschluss gab es noch einen lustigen Netflix-Film als Komödie hinterher. Ja, es war ein super schönes Wochenende, was leider viel zu schnell wieder vorbeiging. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr am Wochenende erlebt habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal.